Moin moin, liebe Seniors, liebe Senioritas und liebe Spaghetti-Fanatiker. Wir sind wieder auf unserer kleinen Spaghetti-Farm, preisen das Flying Spaghetti Monster und was euch noch so für billige Wortspiele mit Spaghetti einfallen. Moms Spaghettis dürfen auf keinen Fall fehlen. Wie wir an diesen Förderbändern sehen können, haben wir ein klitzekleines Eisenproblem, was tatsächlich echt zum Kotzen ist. Weil ich eigentlich ganz gerne hier so rote Förderbänder einsammeln würde. Aber wir produzieren halt gefühlt keine roten Förderbänder. Also so wirklich so gar nicht. Weil Eisen eine Bitch ist und weil wir hier einfach nicht genug Eisen rausbekommen. Das liegt natürlich, machen wir uns nichts vor, an diesem ultimativen beschissenen Aufbau, den wir hier gewählt haben. Und dass immer jeweils nur ein Ofen arbeitet. Damit wir ein bisschen schneller Eisen rausbekommen, müssten wir also die Öfen aufrüsten, was platztechnisch tatsächlich funktioniert. Aber natürlich erst, sobald wir Stahl haben. Und daher würde ich fast behaupten, wir holen uns das Eisenerzfeld da hinten. Ein paar Electric Mining Super Drills haben wir, aber das ist tatsächlich nicht so wirklich viel. Und irgendwo hier produzieren wir... so ein bisschen was. Ich möchte noch Erzförderer automatisieren. Ich glaube, das passt uns ganz gut in den Kram. Um das zu bewerkstelligen, müssten wir aber ein bisschen tricksen. Aber das müssen wir in unserer Fabrik jetzt hier andauernd tun. Ne? Das haben wir uns quasi so ausgesucht. Das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Hier wird nichts mehr einfach so gebaut. Man muss bei allem ein bisschen tricksen. Wie machen wir das? Wir lassen den Shit hier so rüberlaufen. Dann haben wir aber da natürlich überall keinen Strom. Kriegen das aber hin mit einem großen Strommast, den wir aber noch nicht produzieren können. Weil uns dafür ebenfalls Stahl fehlt. Da uns aber nur so ein bisschen Stahl fehlt, würde ich dazu übergehen, hier vielleicht mal einmal ganz kurz Stahl reinzupacken und einmal ganz kurz ein bisschen... so, da vielleicht nicht raufpacken. Das ist vielleicht gar nicht so clever. Moment. Die arbeiten ja beide eh nicht mehr hier. So und so, dass wir hier gleich ein bisschen Stahl rausnehmen können. Ich brauche nur Stahl für ein, zwei Electric Medium Poles hier. Also eine Stahleinheit noch, dann bin ich erstmal relativ happy. Na, und dann geht das hier weiter. Dann haben wir einen Strommast, dann kann ich da oben Kupferplatten, Kupferplatten und Kupferkabel rausholen und kann ein paar Erzförderer automatisieren. Ich glaube, einer wird reichen erstmal. Na, den kann ich jetzt hier so hinpacken und wenn ich hier und dort noch einen hinpacke, beziehungsweise da einen hinpacke, dann ist das auch okay. Das heißt, wir haben ein bisschen getrickst. Wir müssen natürlich, wenn wir schon tricksen, müssen wir auch richtig tricksen und das hier auch bitte anpassen. Moin, moin, du Baller Fabrikbesitzer. Guck mal, der kann dann auch weg, der geht da rüber, der geht da rüber. Dann haben wir das erstmal. Hallo Glücksdruide, Mahlzeit wünsche ich dir auch. Weil, warum Mahlzeit? Hattest du heute noch nichts zu malen? Bist du noch ungemahlen, wie mein Kaffee? Entschuldigung. So, Außenposten. Ja, Erzförderer. Bin ich der Meinung, dasselbe wie Montagemaschinen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wenn man mit so vielen Mods spielt, kommt man schnell durcheinander. Aber es dürften grüne Chips, Eisen und Zahnräder sein, das ist korrekt. Und um das hinzubekommen... wie viel Munition haben wir denn hier drin? Ja, wir brechen die Munitionsproduktion mal eben ab. Damit einfach ein bisschen mehr Eisen hier rüberkommt. Dann machen wir hier einmal Zahnräder. Danke sehr für Stefan für den Follow. Nein, es ist sogar ein Abo. Oh mein Gott, Stefan, ich grüße dich. Hallo. Hallöle. Was geht bei Ihnen? Was geht? Geht's gut? Wir machen das ein bisschen anders. Wir machen das so. Das da rein. Zahnräder. Dann haben wir hier die Außenposten. Also Erzförderer meine ich damit logischerweise. Da. Mining Productivity Nummer 1 haben wir hochgemacht. Das ist schon mal schön. Nehmen wir, ist mir eigentlich egal. Schussgeschwindigkeit, kann nicht schaden. Packen das hier rüber. Packen den dahin. Packen den dahin. Packen den können wir nicht da anpacken, der muss da stehen bleiben. Und hier machen wir dementsprechend
Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Einmal grüne Chips, dass wir hier nochmal ein paar grüne Chips produzieren. Dann kommt da noch ein Geschützturm hin. Ungefähr so. Und ja, im Grunde sollen hier ja schon, hier soll im Grunde schon produziert werden, nur nicht aktuell. Deshalb stelle ich hier einfach mal quer die Greifarme, ja. Die sollen später Munition produzieren, wir werden die Munition brauchen, aber für den Moment ist es egal. Wie geht's dir, Glücksdruide? Jetzt war ich mal eine Zeit nicht da, dann bin ich wieder sie. Nein, warum sie? Ich habe dich nur gesiezt. Ach. Ah, gut, dass du es gesagt hast. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ich muss in der Tat... warte, ich speichere mal ganz kurz, bevor es abstürzt. Ich hasse das übrigens so makaber, dass Factorio so richtig hardcore-mäßig abfuckt, wenn man es minimieren will. Das ist echt scheiße. Ich bin der Meinung, es gab irgendwo eine Option. Minimize und Focus Loss müsste es sein. Und dann kann ich raustappen, danke. Ich muss immer meine App anmachen. Also hier meine PC-Steuerung für die Lampe. Hast völlig recht. Danke für den Hinweis, Givolz. So, nee, erster geht heute nicht, weil wir vorhin schon mal gestreamt haben. Die Punkte sind schon abgegriffen quasi. So, jetzt müsste Lampe gleich wieder gehen. Ja, wir machen einmal, weil Stefan ja ein Abo dagelassen hat. Machen wir hier einmal den Abo-Tester. Ja, ich bin selbst auch immer wieder von mir überrascht. Ist das sexy oder was? Ich feier's so sehr. Also ehrlich, ich feier das. Guckt ja schon wieder. Boing, 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 boing. Policeman. Police muss ich ausmachen, das feiert Keyword zu sehr. Keyword ist so ein kleines Spielkind. Wir haben eine Stufe gestiegen. Nö, haben wir gar nicht. Sind wir gar nicht. Da er mindestens einmal die Woche versucht, unsere Welt zu retten, können wir... War klar, Glücksdruide. ...ruhig ein bisschen Würfelglück wünschen. Es ist Glücksdruide. Naja. Ich kann da, glaube ich, leider keinen Timer einstellen. Da muss ich doch mal gucken. So, guck mal. Und dann tun wir hier oben unsere Erzförderer hin, bis sie voll sind. Da ein... Dann da überall hin. Ja, ist gut. Ihr nervt. Nein, überhaupt nicht. Macht ruhig weiter. Ich mag das. Nein, ist schon okay. Tobt euch aus, dafür ist es da. Gut. Die Fabrik wächst und wächst und wächst. Wir können hier bestimmt nochmal so 2 rote Förderbänder oder so mitnehmen. Es ist halt wirklich nicht viel, ne? Es ist wirklich nicht viel. Es ist ganz und gar nicht viel. Mache ich die roten Untergrundförderbänder eigentlich schon? Ich bin der Meinung, ja, guck mal, die haben wir hier oben eingestellt. 10. Naja, immerhin. Schwerrüstung erforscht, das nehmen wir mit. Wie geht's weiter, ist die Frage. Ja, wir brauchen halt quasi das Eisenerz da hinten. Das ist das einzige Eisenerz, was ich hier schon irgendwie wirklich aufgedeckt habe. Und leider ist das weit weg. Und leider können wir... Oh, danke sehr. Abend wünsche ich dir auch. Vielen Dank für dein Abo, mein Lieber. Ganz herzlichen Dank. Frohes Neues. Ich glaube, wir hatten das Vergnügen noch nicht, ne, dieses Jahr. Würde ich mich doch dran erinnern. Und ganz im Ernst, seht ihr das? Guck mal, jetzt, wo ich Dingsförderbänder habe, ne, im Grunde. Da gehen natürlich auch richtig viele Förderbänder bei drauf. Eisenplatten. Dadurch, dass wir hier so viele Eisen wegsammeln. Ja, damit können wir aufhören. Das Eisen kommt nach hier unten und damit machen wir grüne Chips. Ja, deshalb haben wir unter anderem auch keine grünen Chips. Unsere grünen Chips sind auch gerade leer oder laufen leer. Das wird jetzt aber gerade wieder besser, wo wir ein bisschen Eisen hier unten wieder durchrutschen lassen. Ja, müsste so sein. Nein, dir auch alles Gute und den anderen natürlich auch. Ja, das würde ich auch hoffen. Ne? Also nicht nur mir, die anderen haben das auch verdient. Wie war denn deine Neujahrsfeier? Bist du gut rübergerutscht, reingerutscht, durchgerutscht? So, wir nehmen ein paar Förderbänder. So viele werde ich nicht brauchen. Wir sind ja quasi vanillamäßig unterwegs. Aber wir stopfen uns die Taschen voll. Ich denke mal, ich werde noch ein paar Strommasten brauchen. Und ja, dann müssen wir da hinten anfangen, Eisenerz zu holen. Und das ist tatsächlich eine große Kacke. Denn... Ich werde halt nicht in der Lage sein,
das so richtig geil zu machen. Ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht. Ich bin auf keine gute Antwort gestoßen. Vielleicht habt ihr eine Idee. Der Sinn dieses Let's Plays hier, also dieses Runs, soll ja eigentlich sein, möglichst kompakt und wirr und spaghetti-mäßig zu bauen. Bei Erzfeldern ist das schwer. Also alleine, weil das Erz halt da hinten rumliegt, jetzt ganz mal unabhängig vom Aufbau. Ja, aber dadurch, dass das Erz so weit da hinten ist, kann ich ja nicht... Also ich muss die Rohstoffe ja irgendwie zu meiner Hauptbasis bekommen. Und ich kann ja schlecht diese Basis jetzt hier in der Diagonalen, also so quasi aufbauen, dass das ein Riesenblock wird. Also das kriege ich jetzt ja nicht mal eben hin, bevor ich die Rohstoffe dafür habe. Das heißt, um Rohstoffe zu holen, muss ich irgendwie das System cheaten. Ja, das hört sich gut an. So muss man das auch manchmal machen. Ich bin ja wieder fraulos. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Meine Frau hat mich gedumpt. Also es war ja nicht meine Frau, also meine Partnerin halt. Snoys. Endlich wieder Freiheit. Und so. Yay. Begeisterung macht sich breit. So, die Erzförderer haben wir. So, und jetzt ist das Problem. Wie will ich das möglichst dumm bauen? Ich meine, eine Reihe ist immer klar. Eine Reihe ist kein Problem. Ich könnte auch mit einer zweiten Reihe hier lang gehen. Es geht mir hier nicht unbedingt um Effektivität, sondern halt irgendwie einen schönen Block herzustellen. Und den könnte man erreichen, auch wenn das natürlich Stromverschwendung hoch 10 ist. Aber man könnte es quasi... Die Strombalken sind echt schwer zu sehen. So machen irgendwie. Das könnte man tun. Und dann dementsprechend halt das so durchlaufen lassen. Wäre eine Option. Ich meine, dann haben wir immerhin alle Felder belegt. Ja? Das ist dann halt ein einheitlicher Block. Da gibt es nichts dran zu reparieren. Ist natürlich ein bisschen kacke, weil wir das im Grunde umdrehen sollten. Von mir aus sogar so. Alles nochmal abreißen und alles nochmal hinpacken. Das mache ich, damit die Kabel ein bisschen schöner aussehen. Was hältst du eigentlich von der Mining Drones Mod? Ich nutze die schon lange und mir gefällt die echt gut. Ich mag die auch. Ich mag die. Ich mag die Idee dahinter tatsächlich sehr. Ich glaube, ich habe die Kabelsituation irgendwie noch verschlimmert. Habe ich meine Strommast auf... Bereitungsmod installiert? Nö. Schade. Weil diese Kabel hier sind ja mal richtig katastrophal gelegt. Aber naja, mir soll es recht sein. So wie ich das Spiel kenne, kann ich jetzt nicht mal einen anschließen. Doch. Was fehlt, sind hier noch Förderbänder. Und dann haben wir immerhin ein beidseitiges, schönes Produkt hier, ja, also kann man das machen. Und den setzt man dann da oben hin und da oben hin und da oben hin und da oben hin und da und schneidet alles ab, was man nicht braucht. So. Doch, ich spiele tatsächlich bei dem nächsten Run, den ich mache, werde ich die Mining Drones, glaube ich, auch wieder reintun. Aber es passt halt nicht zum Thema dieses Runs hier. Weil wir wollen ja gerade Spaghetti bauen. Und mit den Mining Drones machst du halt genau das Gegenteil von Spaghetti. Das genaue Gegenteil. So, baut auf, kleinen Drohnen. Ich kann euch hier noch ein paar Strommasten machen. Lampen haben wir automatisiert irgendwo in der Base. Den Rest muss ich auch gleich erstmal rankarren. Aber was wir machen können, sind vielleicht ein paar Mauern platzieren. Da habe ich noch. Gehen wir zwei Felder raus. Gehen hier so rüber. Einfach, weil wir mit Aliens spielen und die Aliens halt dreckige Halunken sind. Äh,
Ich lasse mal zwei Platz immer in jede Richtung, damit da Geschütztürme hinpassen. Und mein überragender Intellekt sagt mir, ich habe nicht genug Dings dabei. Ein noch da. Ich habe nicht genug Mauern dabei, oder? Um hier einmal komplett rumzulaufen. Das sieht schlecht aus. Ey! Das war gar nicht. Naja, es wird knapp nicht reichen. Ich hasse sowas. Und leer. Die kleine Ecke und die kleine Ecke und die kleine Ecke. Die geht jetzt nicht. Das ist dumm. Aber was wir vielleicht machen können, ist einmal kurz so. So. Und so. Dann habe ich die Ziegel hier gleich. Ach, kacke. Mauern brauche ich dann ja auch noch. Ja, ist okay. Machen wir so. So. Nur für den Moment. Nur um ganz schnell hier ein bisschen nachzuproduzieren. Den. Die nehmen wir hier raus und packen sie da rein, da rein, da rein und da rein. Die packen wir da rein. Dann haben wir hier dicht. Und da drüben gleich auch. Ich sag's euch schon mal direkt, ich werde heute nicht so lange machen, weil ich habe 3 Stunden geschlafen. Ich hatte eine richtig bescheidene Nacht. Und ich werde heute nicht lange durchhalten, sage ich gleich. So. Bop. Ja, so sehr. Ich mach mal Hardpoints, immer so 5 Dinger. Nee, also ich mag die Mod, Die soll halt nicht so UPS-freundlich sein. Beziehungsweise muss ich auch sagen, die soll echt UPS fressen. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile verbessert oder gefixt haben, whatever. Das soll am Anfang der Mod echt schlimm gewesen sein. Und ist mir damals auch selber aufgefallen, als ich die probiert habe, dass die für die Performance nicht die beste Mod ist. Aber ich finde sie geil. Ich finde sie trotzdem geil. So. Dann passt das schon mal erstmal. Gut, dann holen wir noch mal ein bisschen zusätzliches Material. Holen noch mal hier ein paar Mauern. Viele fehlen ja nicht mehr. 10.000 Schaltkreise produziert. Na, siehst du. Nichts leichter als das. Zack, 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 zack. Gleich die 20 könnten knapp reichen. Wie viel fehlen da oben noch? Ja, das sollte sogar reichen. Dann reißen wir das ab, reißen das ab. Haben wir noch ein Radar? Ja, wir können noch 4 Radare bauen. Die klatschen wir hier auch noch hin. Nur einen Strom werden wir eh gleich brauchen. Oh, ein dahin. Ein dahin. Obwohl, wisst ihr was? Wir packen die immer noch hier mit in die Ecke rein. Wir kommen ja eh gleich wieder. Hier immer in die Ecke und dann... ist das hier schön. Schöner Außenposten. Gut, holen wir das Zeug. Sind wir eine Stufe gestiegen? Haben wir einen Erfahrungspunkt? Nein, leider nicht. Müsste aber gleich kommen mit der nächsten Forschung. Wir forschen Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Ich glaube, das hat nicht so viel mit der Grafikkarte zu tun. Ich glaube, solche Sachen laufen alle über die CPU. Warum hat es unten geblinkt? Wurden wir gerade angegriffen? Ja, wurden wir. Wir wurden sogar, da wurde sogar was verwundet. Meine Fresse. Ehemann. Hi Ehemann, heute schön produktiv gewesen. User erklärt. Namen Seno, habe eben eines deiner Tutorials gesehen. Hast du super erklärt. Ah, okay. Ich dachte schon, welcher User erklärt mir was? Was möchtest du mir erklären? Nein, vielen Dank für das Lob. Welches Tutorial hast du dir denn angeguckt? Jetzt hast du mich ein kleines bisschen neugierig gemacht. Minimal vielleicht. Guck mal, wir produzieren hier... Oh, danke sehr, Ehemann. Vielen Dank für deinen Follow. Das freut mich ganz herzlich. Vielen lieben Dank. Welches Tutorial? Sushi-Belt, ja. Berichte mal bitte, ob es bei dir reibungslos funktioniert. Weil jeder bis jetzt, mit dem ich drüber gesprochen habe, hat früher oder später das Problem, dass der Zähler ein bisschen ins Stocken gerät. Der verzählt sich irgendwann auf Dauer. Ich habe den wirklichen Grund noch nie rausgefunden, außer... Moment. Grandiose Idee hier. Dass die Stromversorgung manchmal verbuggt. Na, wenn du zu... Oder was heißt verbuggt? Aber wenn du zu wenig Strom hast... Passt nicht mehr, ne? Den brauche ich da aber auch gar nicht. Wenn du zu wenig Strom hast, dann zählt der Zähler nicht mehr richtig.
Und dann hast du ein Problem. Außerdem habe ich das Problem, dass ich Lampen produziere, obwohl ich Lampen hier irgendwo herstelle. Da hinten sind die Lampen, hier drüben. Und falls du dich wunderst, warum das hier alles so kuddelmuddelmäßig aussieht, und falls du dich fragst, warum gucke ich mir Tutorials von jemandem an, der so seine Basis baut, das hier ist gewollt, ja? Also der momentan, das sagt ja auch der Titel hier, das momentane Ziel ist quasi, dass wir möglichst viel Spaghetti bauen. Das ist unser Begehr momentan. So, Tränke entstehen, Forschung läuft, ey, auf Forschungsfaktor 1 rauschst du so durch, das ist so crazy, wie einfach das geht hier. So, repariert habe ich alles, naja. Ganz ehrlich, zwei Geschütztürme finde ich gar nicht mal so sexy. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich gar keine Munition habe. Sogar ganz bestimmt keine Munition habe, weil ich keine Munition mehr produziere. Weil wir hier wirklich Eisenprobleme haben. So. Wir lassen mal einen lassen wir mal ein bisschen. Hier, ne? 4 Eisenplatten für ein Magazin. Das ist halt auch echt brutal. Muss man an der Stelle ja leider echt sagen. Das ist nicht schön. Also nehmen wir den Schaden hoch, dann braucht man weniger Munition. Mehr Schaden gleich, weniger verbrauchte Munition. Trotzdem will ich hier ein bisschen Munition wenigstens reinhaben, weil die Aliens scheinen hier guten Hunger zu haben. Von wo kommen die, ist die Frage. Macht für mich echt keinen Sinn, dass die hier drüben irgendwie... Von wo sind die denn getriggert? Dass sie hier reinlaufen. Eigentlich würde ich sagen, dass sie von unten kommen, aber unten gibt es nur das Lager und das kann es nicht sein. Weil hier ist nichts in meiner widerlichen Stinkewolke. Hast du es auch schon mal mit Multiworld gespielt? Nee, Multiworld kenne ich gar nicht. Erzähl mal, was ist Multiworld? Das sagt mir auf Anhieb nichts. So, ich brauche ein paar Öfen und jetzt müssen wir halt überlegen, wie wollen wir... Erstmal habe ich irgendwo, ja, da oben ist Kohle. Gut, wir müssen die Kohle holen. Um die Kohle zu holen, müssen wir kurz ein, zwei... Erstmal müssen wir Strom mit nach oben nehmen. Ach, guck mal, ich kann nochmal zurücklaufen. Ich brauche natürlich auch noch hier die Erzförderer. 3 kann ich bauen, aber ob ich die jetzt baue oder nicht. Ich will dann Kohle von oben holen. Und mit Kohle und Eisen... Erz, Eisen platt machen, das ist ja klar. Aber ich will halt keinen strukturierten Aufbau. Ich will, das wird ein eigenes Projekt. Das sehe ich jetzt schon kommen. Das wird echt ein abgefuckt eigenes Projekt. Und wisst ihr was? Ich glaube, 400 jeweils sollten reichen. Guck mal, die kann ich hier rüber packen. 200 sind es. 400 insgesamt. So, dann nehmen wir die mit. Dann läuft das nämlich hier nur einmal kurz voll und dann... Wir müssen nämlich echt wegen dem Eisen gucken. Das Eisen ist momentan echt ein heftiges Bottleneck, weil hier hinten so wenig rauskommt. Weil wir hier halt so komische Direct Inserting gemacht haben. Das halt unterm Strich gar keinen Sinn macht. Gut, wir können Running Speed nochmal hochnehmen und wir können jetzt die Erzförderer mitnehmen. Mal gucken, ob welche entstanden sind. Beziehungsweise wie viele. Ja, das geht aber. 124, das ist gut. Nee, Multiworld kenne ich nicht. Wie gesagt, wenn... Ich bin in einer Gruppe, da sind mehrere Spiele zusammen verknüpft. Unter anderem Factorio, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Timespin und viele andere. Da finde... Ja, aber wie soll das funktionieren? Spielt man dann eins dieser Spiele? Auf allen Kanälen? Also ich weiß, dass du Factorio und Minecraft miteinander kombinieren kannst. Relativ geschickt irgendwie. Ich habe selber mir noch nicht angeguckt, aber ich habe darüber mal gelesen, im weitesten Sinne. Und weiß, dass das wohl irgendwie gehen soll. Guck mal, die greifen an. Wie kommen die nach da unten? Wer sagt ihnen, die sollen da unten angreifen? Hier oben sind keine Alien-Nester, hier sind keine Alien-Nester. Weil normalerweise greifen nur Nester an, die auch wirklich in einer Pollution sind. Das ist komisch. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, wo die Angriffe herkommen. Da findet man Items von den anderen Games untereinander, okay. Und die kannst du dann quasi von A nach B transportieren. Habe ich mir aber tatsächlich noch nicht angeguckt. Klingt aber erstmal interessant. Hier bleiben wir, das nehmen wir einmal mit. Und dann mache ich hier oben die beiden Lager schon mal platt, weil sobald ich hier oben anfange, die Kohle zu ernten, werden die Aliens auch schon wieder echt sauer sein mit uns. Das war vielleicht ein Fehler.
Man sollte nicht ohne seine Roboter in den Kampf ziehen. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Die sind halt eine große Hilfe. Also die beiden Laserroboter, sonst wäre das hier auch wirklich stressig. Ja, die beiden Anfangsbaudrohnen sind schon echt jeden Cent wert, den ich nicht bezahlt habe. Leon Hermann, war nicht rechts oben vom Öl ein Nest? Rechts oben vom Öl. Hier ist das Öl. Da ist auch Öl. Nee, hier ist aber dann nichts. Hier unten. Das könnte es dann, aber hier kommt die Stinkewolke eigentlich nicht ganz hin. Außerdem würde ich fast vermuten, dass sie, guck mal, hier ist ein großer Wasserhaufen, dass sie eher so da so lang laufen würden oder vielleicht direkt hier oben hin. Die Route fasziniert mich einfach nur. Oh mein Gott, was ist hier los? Oh, die sind schon dabei. Ich helfe euch mit meinem kleinen MG. Ich versuche einfach am Leben zu bleiben. Das ist die größte Hilfe, die ich hier leisten kann. So. Ja, die Roboter machen das schon. Die sind gemessen an den billigen Aliens hier so gut wie unsterblich. Theoretisch können sie kaputt gehen, aber realistisch hängen die bis zum... geht gar nicht mehr. Weiter unten noch. Nee, meintest du das, ne? Das kleine Nest. Ja, das scheint auch nur eine einzelne Hütte eventuell zu sein. Nicht so ein großer Zellhaufen wie hier. Und jedes Magazin sind 4 Eisenplatten. Das klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber für unsere kleine Fabrik ist das schon eine Menge. Aber von nichts kommt nichts. Du musst Eisenplatten ausgeben, um Eisenplatten zu verdienen. Das sagte schon mein Opa. Der war Bergmann. So, tötet sie alle, schießt sie weg hier. Ich hab noch 7 Schuss. Wir hören nicht auf, bevor nicht die letzte Kugel geschossen wurde. Okay, ich sollte nur auf Selbstverteidigung gehen. Die machen das schon. Die machen das schon, die sind handzahm. Ja, von mir aus. Mit Handgranaten würde es natürlich auch alles noch ein bisschen schneller gehen. Ja, war zu langsam zum Schreiben. Ja, kein Problem. Kein Problem. Au, 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 au! Seno schmeckt nicht. Seno ist ungewaschen. Haut ab. Es wäre so viel besser, wenn ihr einfach die Nester kaputt machen würdet. Ah! Nicht auf mich schießen. Oh, jetzt kommt die gute Munition. Oh, pass auf, ey. Jetzt kommt die gute Munition. Ich mach den erstmal tot. Den auch. Den auch. Den auch. Sie weg. Und jetzt hier. Bam! Bam! Ah, das habe ich befürchtet. Das sind die abgelenkt und retten mich nicht. Ah! Mach das Nest doch jetzt mal kurz kaputt hier. So viel ist das nicht. Pro-Typ übrigens WASD-Spam. Die Würmer treffen euch nie. Nie. Sie können euch nicht treffen, weil sie so programmiert sind, dass sie dahin schießen, wo ihr sein werdet, wenn ihr die Geschwindigkeit und Richtung beibehaltet. Ja, und solange ihr einfach unsinnigen Scheiß macht, können sie euch quasi nicht treffen. Ich hätte gerne ein bisschen Roboterunterstützung, wenn ich ehrlich bin. Kommt ihr nochmal wieder hier zurück? Ah, jetzt sind da hinten beschäftigt. Schade, dass man nicht mit seiner Pickaxe raufhauen kann, um die Gegner abzuernten und dann schöne Bioschleim zu ernten. Mein Gott, ich darf nicht durch die Pfützen laufen, weil die verlangsamen mich. Nicht wundern, also normalerweise ist man nicht schneller als die Aliens, aber da wir hier mit der RPG-Mod spielen, kann ich meine Geschwindigkeit oder habe ich meine Agilität quasi erhöht. Ja, ist nicht ganz Vanilla, was wir spielen. Die Rezepte sind Vanilla, aber wir haben so ein paar Quality-of-Life-Mods dabei. Zum Beispiel sind wir jetzt wieder ein bisschen schneller. Einfach, weil ich es hasse, nur dumm rumzurennen. Weil es dann dafür ist mal meine Lebenszeit eigentlich ein bisschen zu schade. 70%! 70%ig schneller sind wir. Wir spielen Forschungsfaktor 1. Das ist auch der Grund, warum wir hier wirklich so schnell durchgleiten durch die Forschung. Aber so gehört sich das dazu. Da wollen wir hin. Ich kann mal eine super gute Blaupause benutzen hier. Die ist echt gut. Verschwenderisch, aber gut. So würde ich das zusammenfassen. Wie gesagt, Ziel ist, dass wir dicke Blöcke bauen. Und Spaghetti. Spaghetti auf... Oh, Quatsch. Spaghetti auf... Ressourcenfeldern ist halt nicht wirklich gut. Kann man halt theoretisch machen, ja, aber...
macht halt theoretisch auch keinen Sinn. Nein, kann man theoretisch machen, macht aber praktisch keinen Sinn. So. Wir schnibbeln hier alles weg, was wir nicht unbedingt brauchen, dass wir nicht ganz so viel Material verschwenden. Ne? Das kann weg. Das kann weg. Und dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Das hier oben kommt auch weg. Und so nehmen wir den dann mit, den Block. Und... ja, komm. Machen wir einmal an. Nehmen hier die Querverbindung noch mit. Ja, auch von mir aus so. So, und jetzt müssen wir nämlich quasi überlegen, und das ist tatsächlich tough, was wir damit jetzt überhaupt machen wollen. Also ich weiß, dass ich damit unten die Öfen befeuern will, ja? Die Öfen, die noch nicht stehen. Aber wir wollen es ja in einer Art und Weise machen, die Welt noch nicht gesehen hat. Und das heißt, wir müssen gleich kreativ werden. Davor sichern wir den Block hier oben ab, weil der wird stinken. Ja? Hier wird es gleich ein bisschen stinken. Ey, in die Ecke mit dir, in die Ecke. Als wären wir bei der Supernanny. Ab in die stille Ecke. Wobei, ich glaube, da war es die stille Treppe. Nicht die stille Ecke. So. Die schüchtern die Gegner nur ein durch ihre bloße Existenz. Das ist nicht wichtig, ob die Munition haben oder nicht. Ah, die Gegner werden schon Respekt haben. Ah, da oben ist auch noch ein Lager. Das muss ich auch noch wegmachen, hier oben an der Kante gerade. Zeigt sich ein böses Lager. Außerdem möchte ich da auch noch ein, zwei Radare hinpacken. Alles gut. Wer ist angekommen? Leonie. Die Leonie ist angekommen. Was für eine Fertigpizza hast du denn? Restaurante mit Nudeln. Will ich hoffen. Pizza Pasta. Klingt im ersten Moment echt widerlich, aber die ist echt ganz gut. Daran scheiden sich ein bisschen die Geister, so wie an Ananas auf Pizza. Aber ich persönlich finde Pizza Pasta ziemlich geil. So, guck mal, die ballern wir hier alle weg. Wir machen das nicht, meine Angestellten machen das, ja. Wieder was erforscht. Okay, nehmen wir das nächste. Nehmen wir einen Staplerbonus. Komm her. Ist für die ganzen Zahnradproduktionsstätten tatsächlich sehr praktisch. Ähnlich auch für die mit Kupferkabeln. Wir arbeiten hier auch überhaupt nicht nach Verhältnis, ne? Wir werden hier auch nicht nach Tarif bezahlt. Wir bauen einfach so, dass die Fabrik läuft und wollen bis zur ersten Rakete spielen und wollen sehen, was für ein Monstrum an Spaghetti-Mäßigkeit wir am Ende daraus produzieren. Ach komm, so viel ist das nicht mehr. Au! Habt ihr es? Ja. Ich finde diese Schussanimation so geil von denen. Bzzz, boink, bzzz. Ey! Stirb. Gut. Ja, Munition müssen wir. Hier oben wäre auch noch ein Eisenerzfeld, das allerdings nur 14 Millionen hat. Ich meine, wenn man nur bis eine Rakete spielt auf Vanilla Factory, dann sind Millionenbeträge halt schon echt gut. Thunfisch geht auch immer, bin ich bei dir. Ich voll bei dir. So, ja, okay. Das hier ist der leichte Part. Ja. Das lassen wir jetzt hier irgendwie runterlaufen. Ungefähr nach grob nach hier. Und jetzt müssen wir uns quasi überlegen, was machen wir damit? Und das weiß ich halt tatsächlich noch nicht. Das Normale, ja, das Normale wäre quasi jetzt einfach eine Schmiede zu bauen, so wie man es kennt. Leider sind alle meine Blaupausen weg, weil ich meinen PC neu aufgesetzt habe. Ich habe nicht dran gedacht, meine Blaupausen zu speichern. Ich habe meine alten Spielstände noch, aber nicht meine alten Blaupausen, weil die Blaupausen nicht in da gespeichert werden, wo die Spielstände sind. Was ich ehrlicherweise für dumm erachte. Ich finde, in den Safe Games sollten die Blaupauseninformationen einfach mit abgespeichert sein. Ob da jetzt ein paar Kilobyte mehr oder weniger rumliegen, ist doch scheißegal. Aber PC neu installieren und dann merken, dass man keine Factorio-Blaupausen mehr hat, ist echter Bullshit. So, könnt ihr hier noch ein bisschen... Wollt ihr hier noch ein bisschen aufbauen? Das sieht nicht so aus. Ich glaube, ich muss neue... Nee, muss ich nicht. Ich habe noch Erzförderer im Gepäck. Sie wollen die Erzförderer bloß nicht bauen. Wird wieder angegriffen und zwar wieder hier, wieder die Ecke hier. Hm. Okay, wir nehmen zwei der Radare mit. Und ganz im Ernst, ich nehme auch einiges an Munition mit. Hier sind überall 100er Batzen drin.
gut, vielleicht auch nicht überall. Aber 50er Batzen reichen da erstmal auch. Ich habe da unten Lager gefunden. Das ist vielleicht das, von wo die Angriffe immer getriggert werden. Na, guck mal, hier unten ist eins. Das könnte... Sieht auch nicht wirklich so aus. So, die wollen schon wieder nicht arbeiten. Ich hasse das, wenn das passiert. Da. Jetzt, genau. Ja. Formidabel. Sehr schön. Weiter. Noch habe ich 29 Stück. Los, los, los. Bauen, 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 bauen. Muss manchmal so die Warteliste der zu platzierenden Gebäude irgendwie refreshen, indem man nochmal Gebäude über alte Gebäude platziert. Dann geht es merkwürdigerweise. Ich habe aber noch nicht wirklich herausgefunden, warum es manchmal diese extra Motivation braucht. Ich gehe nochmal kurz zurück in unsere Halle. Hol mir ein paar Erzförderer. Und dann machen wir da oben Eisen und vielleicht auch schon Stahl. Ja, Eisen und vielleicht auch schon Stahl. Aber halt in einem maximal verwirrenden Weg. Das wird ein spannendes Projekt. So, 90 Stück haben wir davon. Brauche ich noch irgendwas? Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Splitter wären noch ganz geil. Auch erstmal gelbe Splitter reichen mir. Gelbe Splitter reichen mir. Gut, dann gehen wir zurück, bauen das alles fertig. Ich brauche mehr Öfen, glaube ich. Sogar, ich kann sogar schon Stahlöfen bauen. Guck mal an. Die automatisieren wäre halt ganz geil. Dazu brauchen wir dann aber noch Steine, da muss ich gleich gucken. Das ist das Problem. Und Zukunftsseno, erstmal möchte ich da oben alles mit Munition sichern und die Radare platzieren. Da muss ich auch nochmal auf den Stromverbrauch gucken, aber ich glaube... Ja, wir sind bei unter einem Drittel momentan, das ist ganz nett. So, wie gesagt, im Grunde würde ich das ja auch gerne schon alles blockig und maximal anti. Effektiv bauen. Das Problem ist. Ich bin nicht schnell genug gewesen. Das Problem ist. So. Hat jetzt jeder? Ja. Habe ich noch Mauern? 9. Das ist hier bei diesen Außenposten. Ich werde halt noch mehr Außenposten bauen müssen. Und das mit Außenposten machen macht halt keinen Sinn. Momentan macht das keinen Sinn. Das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder das Eisenerz hier rausfördern und dann hier mit der Kohle zusammenlaufen lassen, dass wir hier quasi uns so einen Kuddelmuddelbereich machen mit Öfen. Oder wir bringen beide Rohstoffe hier runter und machen das hier unten vor Ort. Und das wäre richtig crazy. Aber eigentlich total geil. Und ich glaube tatsächlich, die geilste Herangehensweise, die ich so momentan habe. Und mit geil meine ich halt verrückt. Oh, mir fehlt eine Mauer. Naja, nehme ich das als Tür. Das momentan Verrückteste, was mir dazu einfällt, ist tatsächlich... Kennt ihr den Spruch, der Weg ist das Ziel? Ich glaube, was habe ich denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, hier haben wir 3,5. Ich glaube tatsächlich, dass ich möchte, dass... wir hier mit Eisenerz und Kohle losgehen. Ich unten aber mit Eisenplatten ankomme. Und Stahl. Wir dürfen den Stahl natürlich nicht vergessen. Dass wir unter anderem zum Beispiel so eine Scheiße hier machen.
Das ist so eine dumme Idee, was wir hier tun. Das ist so beschissen, was jetzt kommt. Dass es gut sein muss. So. Ja, fangen wir einfach an, ne? Ich mache jetzt richtigen Bullshit. Ihr habt es begriffen, oder? Ich glaube, ihr habt es begriffen. Und zwar... Wie machen wir das? So. So. So, so. So und so. Wird hier jetzt garantiert immer Stahl gebaut? Ja, ne? Es gibt keinen Moment, wo hier jetzt Eisenplatten hergestellt werden könnten. Oh Gott, wird das ein Bullshit. Oh mein Gott, ich hasse es jetzt schon. Also, ihr wisst halt noch nicht, was ich im Kopf habe. Ihr müsst noch ein bisschen euch gedulden, aber das wird... Genau, jetzt haben wir nämlich das Problem, dass hier Eisenplatten drin sind, dürfen aber gar nicht. So, hör noch mal eben auf. Hier soll Stahl gemacht werden. Besser. Okay, dann packen wir hier zwei Geschütztürme hin. Oh mein Gott, wird das ein Brainfuck. Hä? Und beiden sind 25? Crazy. Okay, zack, zack, zack. Stahl, check. Stahl, check. So. So. So, so, so. So. Abbrechen, rauspacken. So. So. Der hier unter durch. Okay, das hätten wir. Zack, zack. 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 Zack und zack. So. Kohle. Kohle. Strom. Eisen. Stahl. Ah! Turret. Munition. Licht. Strom. Ausgabe. Stahl. Gut, vier Stahlproduzenten hätten wir schon mal.
Pit weg. So, nochmal einen Stahl mehr. Okay. Hätte tatsächlich keinen Sinn. Machen wir so. Gut, Second Sweater Bonus ist hoch. Module nehmen wir auch. Wir können ein bisschen weiter forschen. Ich mache hier mal einen Cut, weil das hier zu designen, das wird noch ein bisschen dauern. Wir haben Platz bis nach da unten. Das wird eine wichtige Schmiede. Das wird die wichtigste Schmiede des ganzen Spiels. Das wird aber auch echter Brainfuck. Machen wir im nächsten Teil. 46 Minuten ist eine gute Zeit und dann können wir uns hier gleich den Kopf drüber zerbrechen. Dann geht's hier weiter, wie wir das alles weiter aufbauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis gleich.